Moin Leute, willkommen hier bei Cosmotier, einem Spiel, was ich letztens oder ja, vor Ewigkeiten entdeckt habe. Es gibt auch Mods und Multiplayer auch, aber wir spielen erstmal hier sowas oder eher gesagt, wollte ich erstmal was zeigen. Ich habe ein bisschen Zeit in diesem Spiel verbracht und es hat mich echt, wow, es war wirklich, ich dachte erst so, ach ja, ach, da ist ein Video von dem und dem, ach, das ist ja alt, 5 Jahre oder so gibt's das, also ist das Video her, was ich gesehen habe hiervon. Derzeit hat sich das auf jeden Fall schon ganz verändert, allein schon von den, ja, von der Waffen, wie das hier alles aussieht und so. Das war damals, was habe ich bei Kishore geguckt, das war, naja, nicht so schön wie jetzt, aber trotzdem war damals schon richtig geil und ich habe das dann einfach gefunden, dachte mir so, hä, warte, was? Und das stimmt und dann habe ich das runtergeladen bei Steam. Das ist eine, also das ist hier eine Demo, die wir gerade spielen, also die ich gerade zeige. Das Spiel ist noch gar nicht draußen, nach 5 Jahren immer noch nicht, aber es gibt auch sehr viele Mods dazu. Ich habe jetzt nur solche Standard-Mods hier drin, die halt ich einfach automatisch auch mit der Demo runtergeladen habe, soweit. Also ich habe halt nicht runtergeladen, das müsste eigentlich automatisch dann einfach so runtergeladen sein. Während ich auch die Demo geholt habe und das ist dann sowas wie halt, dass ich unendlich Geld habe, dann deswegen konnte ich hier dann schon ein bisschen meine Kreativität spielen lassen, wenn ihr versteht. Und ja, ich habe hier so die Schiffe hier, die ihr auf der Karte seht, das ist in der Reihenfolge, wie ich die gebaut habe. Ich habe schon, ja, das ist das erste Schiff, was man hier schon sieht, First Self-Build Ship, ja. Und dann geht es bis, also ich habe schon 6 Schiffe gebaut. Ich hatte auch schon mehrere Ideen für noch andere Schiffe, aber die zeige ich jetzt nicht, weil die erst noch nicht fertig sind und das nur so komische Grundlagen sind. Also da ist noch gar nichts. Das ist einfach nur so eine Grundfläche. Das Schiff habe ich hier nicht gebaut. Das ist das teuerste Schiff, was man in diesem Spiel hier, ja, also selbst, das war schon im Spiel drin. Also es ist so, wenn du halt eine Kampagne spielst und halt eine Kampagne normal von vorne anfängst, in einem kleinen Schiff und dann immer mehr Leute killst, dann kriegst du immer mehr Geld und dann kannst du dein Schiff immer mehr upgraden und irgendwann triffst du dann am Ende vielleicht immer auf den hier. Und wie man schon sieht, hat der eine. Das ist eher so ein Schiff, der ist echt drauf ausgelegt, dass du halt von vorne angreifst, weil hier sieht man schon ganz schön. Der Junge ist von hinten, zwar hat er auch ein paar Schilde, aber er ist sehr, ganz schön angreifbar. Und der hat ja auch Traktorstrahlen. Die gab es damals auch nicht, soweit ich weiß. Das ist auch neu, die. Ja, das Traktorsteuer, was das ist. Also, wer Enterprise und so, wer sowas kennt, würde schon wissen. Das ist einfach, dass du halt die feindlichen Schiffe nicht anziehst. Habe ich jetzt, ich glaube, in meinem Schiff. Ich glaube, ich habe gar kein Schiff von mir tatsächlich benutzt, weil, ja. Man sieht auch gleich bei meinen Schiffen, wo der Unterschied ist und wie das sich immer mehr verbessert vom Baustil, weil am Anfang habe ich ja natürlich nur Luftfluss gebaut. Und ja, ich will jetzt nicht, dass das Video zu lang wird, ich will das eigentlich heute noch hochladen, das ist jetzt etwas spät schon. Deswegen gehen wir mal direkt zu unserem Schnuckelchen hier hin. Ja, wie man schon sehen kann, oh, die Schilde sind echt scheiße gesetzt und wenn ihr diese, Sch also das kann man kostenlos runterladen, das kostet gar nichts. Du kannst auch die Mods kriegst du dann irgendwann drauf. Ich habe noch nicht damit nicht wirklich zusammengesetzt. Ich weiß nur, dass es sehr viele geile Mods gibt. Wie zum Beispiel, dass du halt, ja, oben drauf hier, dass du dann auch so Türme hast, die dann einfach über das Schiff rüber, also das, über das Schiff rüberschießen. Das ist echt geil. Und noch all mögliche verbesserten Waffen und sch noch ganz andere Schilde, die jetzt zum Beispiel hier irgendwie so ein Generator sind, der dann irgendwie so einen Kreis um sich herum hat, so. Und dann an diesem kompletten Bereich halt verteidigt. Sowas gibt es dann in groß und sowas in klein. Die sehen auch so ähnlich aus wie die Generatoren tatsächlich. Ja, dass das ein kleiner Generator ist und das ein großer, muss ich wohl kaum erwähnen, weil das sieht man ja schon irgendwie näher. Und es gibt dann so mittlere Formationen, gibt es auch noch so. Der ist dann 3x3 groß, also halt zwischen dem und dem, logischerweise, wenn er mittler ist, ne? Ja, ist ja, glaube ich, selbst erklärt. Ja, ich habe auch Überlichtantrieb. Da habe ich auch einfach 8 Stück von denen in die Mitte klatscht, weil ich halt keine Ahnung hatte, was das ist. Und dabei braucht man gar nicht so viele. Wo ich jetzt hinaus wollte, wenn ihr Generatoren jetzt einfach hier so wie in einer Reihe einfach hinklatscht, dann kann das ganz gut sein, dass wenn du da was reingejagt bekommst und der explodiert, also die haben ja eine Lebensanzeige und wenn die weg ist, dann explodiert das Scheißding und dann ist Kettenreaktion, dann explodiert auch alles, was in der Nähe ist und was halt auch sehr schnell explodiert. Dementsprechend würden halt jetzt bei Generatoren, ich weiß nicht, ob ein kleiner Generator die Kraft hat, auch einen großen Generator wegzuballern. Und die haben alle gleich viel Leben, deswegen gehe ich mal stark davon aus. Wobei natürlich der große Reaktor eine, naja, viel größere Explosion hat, ne? So, das sind die ganzen Schilde. Und wie man schon sehen kann, ich kann jetzt mal in Baumodus gehen. Hier gibt es dann sowas. Du kannst auch, wenn du ein neues Schiff machst, aber oh, das wollte ich nicht. Ja, das wäre jetzt echt schlecht, wenn ich hier rausgehen würde aus dummen Gründen hier.
Oh, jetzt verklicke ich mich sehr oft. Hier kann man übrigens, wenn ich schon dabei bin, kann man hier die ganzen unterschiedlichen Schiffe sehen. Das gibt es dann sehr viel. Ich habe jetzt von billigst bis zum teuersten gemacht. Und das ist halt hier das letzte. Mit 4 Millionen, das schon echt viel ist. Ich kann euch sagen, meine Schiffe gehen da ab einer gewissen Zeit ganz schön weit roh, also drüber. Auf jeden Fall, wenn man hier sich ein neues Schiff bauen kann, kann man erstens Terraner nehmen. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, was wir hier auch schon hatten, was ich auch alles benutzt habe. Und dann gibt es noch Asteroid, aber da gibt es halt nur. Ja, da gibt es eigentlich nichts. Also, ich weiß nicht, ob das nochmal. Also, wahrscheinlich wird da irgendwas noch dazukommen und so. Allein schon wegen dem Multiplayer wäre das. Also, man kann das auch Multiplayer spielen. So mit Freunden, Koop oder was auch immer. Auch online kann ich einfach gehen, Multiplayer, und dann da auf einfach so einen random Server gehen. Und ich weiß ja nicht, wie das dann ist. Einfach kannst du da halt deine einfach random Leute wegklatschen oder. Oder ihr habt oder ihr weiß ja nicht, wie der Server ist. Vielleicht hast du unendlich Geld und ihr macht einfach so eine Arena-Kram, wo zwei gegen zwei spielen. 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder so, 2 Vierer-Teams, sowas, weißt du? Oder 4 Zweier-Teams und dann immer so ein Battle macht und wer ja das beste Schiff und die besten Taktiken hat, gewinnt das halt wahrscheinlich. Wo natürlich dann also 2 Teams besser wären, weil wenn du halt dann 3 Teams hast, dann ist eins halt das, was eh immer gefickt wird, wenn das halt, ne? Fokus wird von den anderen zweien. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. So. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier aufs Bauen gehen, sieht man hier schon eine ganz schön große Anzahl an Waffen. Ich habe jetzt hier, die großen Kanonen genommen und die kleinen, das war einfach so ein bisschen mal probiert, aber darum geht es auch jetzt nicht zwingend, sondern eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist, die Schilde sind echt scheiße gesetzt, das sieht man jetzt hier, denn die haben gar nicht Reichweite, dass die über dem, was halt beschützt werden soll, rauskommen. Das heißt, theoretisch, wenn das scheiß ganze Schiss, also wenn die ganzen Kanonen wechseln können, sie, bringt das dann erst was, aber was bringt mir das, wenn ich dann die Munitionslager schütze, wenn, ne, die Scheiße, die schießt, nicht mehr da ist. Ja, also das ist, na, war jetzt mein erstes Schiff, so, ne. So, jetzt kann man hier auch sehen, falls ich hier mal draufklicke, gibt man die ganzen unterschiedlichen Sachen, wie viel das wiegt, weil Tonnen und so gibt es natürlich auch, weil eine gewisse Anzahl an, naja, Tonnen, die dein Schiff wiegen kann, brauchst du natürlich auch eine gewisse Anzahl an, naja, Schubkraft. Hier gibt es natürlich dann sehr viele, mit Mods kann man sowas alles natürlich erhöhen, dann gibt es hier ganz andere Schubdüsen, die nochmal ganz Stück krasser sind und alles, habe ich auch schon mir angeguckt und so. Da werde ich mich wahrscheinlich irgendwann mal zeitnah mit befassen, vielleicht, wenn ich das hinkriege. Ansonsten macht mir das Spiel tatsächlich auch so echt viel Spaß. Sonst würde ich es ja nicht spielen, ne? Logischerweise. Ja. Tatsächlich ist das einfach eher so ein Vorstellungsspiel. Ich möchte einfach nur das zeigen, weil ich das so geil finde. Möchte ich einfach anderen Leuten, die das vielleicht nicht kennen und das vielleicht sowas vielleicht geil finden, würde ich das einfach mal gerne zeigen. Deswegen zeige ich das tatsächlich hier. Ja, das ist auf jeden Fall mein erstes Schiff. Sehr viel davon, sehr viel. Ja. Ich brauche nur 22 Energie, ich habe aber 66, das ist eine ganz schöne Menge. Und hier dann, weil Munition habe ich tatsächlich sofort gemacht dann. Aber Energie ist eigentlich tatsächlich meiner Meinung nach immer so am besten was mehr als genug, weil wenn du halt Schilde und immer wieder aufladen musst, wenn du angegriffen wirst, ist es halt auch sehr schnell belastet, die ganze Sache. Deswegen wäre es gut, wenn du halt gute Wege und dann halt eine gute Versorgung hast. Hier habe ich die Energie alles nur in die Mitte geklatscht und es ist dann ein bisschen, nur ja. Müssen die Leute halt sehr viel laufen und, aber. Ja, das wollte ich eigentlich auch noch verbessern, das Schiff. Ich habe das nicht mehr schon mal abgespeichert, ohne dass das hier irgendwie was hat, damit ich das nochmal verbessern kann. Aber lass mal eben jetzt zum zweiten kommen. Falls euch fragt, was das hier vorne sind, das sind einfach kleine Laserkanonen. Die brauchen auch nur Energie. Die sind ganz, ja, die sind ganz gut. Die sind halt sowas wie die schweren Laserkanonen, nur halt im schlechter ein bisschen halt, ne? Und dass die halt auch, naja, viel kleiner sind. Ja, gut. Das war die kleine. Meine Fresse. So, das war das kleine Schiffchen. Jetzt gehen wir mal hier zum nächsten. Wo ist denn das nächste? Das ist ganz da hinten. So, Hallöchen. So, da ich ein Fan von ja, Rittern und sowas bin, ne? Dachte ich mir, hey, warum nicht? Deswegen habe ich ein Schwert gebaut. Da kann man jetzt auch schon sehen, dass ich auch wieder diese ganz krassen Fehler gemacht habe hier mit dem ganzen. Ja, dass das alles jetzt so krass auf dem Fleck ist. Und tatsächlich, wenn du hier erstmal durch die Front kommst, wo halt echt gar kein Schild ist, ich bin jetzt nämlich gar nicht sicher, warum ich hier nur Schilde gemacht habe und nicht einfach mal nach oben auch welche gemacht habe, weil das wäre viel praktischer. Ja, frag mich nicht, kein Plan. Denn, ja. Aber
Selbst dann wäre das wahrscheinlich nicht genug, um das hier zu schützen, weil übrigens die Teile hier, die es sind solche Laser, die haben solche geraden Laserstrahlen, mit denen kannst du die lenken. Und falls du halt einen Feind hast, der hier ist, können die sich nach da bewegen, weil das Teil kann sich dann bewegen, aber das schießt und dann können die sich dafür bewegen und dann darauf schießen. Die haben tatsächlich, ja, guten Schaden. Tatsächlich wird der Schaden auch höher, umso näher du dran bist. Reichweite ist halt auch ganz gut, 300 Meter. Schusswinkel ist halt 0, also die kannst du halt nicht bewegen. Dafür gibt es aber halt die hier. Oh, Verlust durch Bündelung. Minus 25%. Strahl. Erster Strahl. Zweiter Strahl. Dritter Strahl. Vierter Strahl. Fünfter Strahl. Punkt, Punkt, Punkt. Warte mal, sehe ich das richtig, dass es immer schlechter wird? Oh Mann, das hätte ich mal früher angucken sollen. Oh, Scheiße. Ja, auf jeden Fall habe ich dann hier auch schon die Lenkraketen genommen. Das ist tatsächlich Raketen- und Minenwerfer, aber ich habe hier nur mit Raketen genommen. Und Raketen sind tatsächlich eine ultimative gute Waffe. Denn die haben eine scheißgroße Reichweite. Das kann ich nur hier sehen, scheiße. Die haben eine gute Reichweite und die machen auch echt gut Schaden. 50, okay, 50, oh, what the fuck? Ach nee, Quatsch. Doch, hochexplosiv. Genau, die haben 450 Meter Reichweite. Schusswinkel 360, also die schießen auch einfach direkt nach vorne. Deswegen sind die auch hinten im Schiff, dann, falls man halt jetzt mit der Schnauze nach vorne ist, können die halt hinten vorschießen. Das habe ich mir auch für die nächsten Schiffe gemerkt. Hier, weil ich ein bisschen smart habe, das ein bisschen versucht zu schützen mit einer besseren Panzerung, war aber ja. Hä? Und hier ist halt der Kommandoraum, der halt natürlich das Wichtigste ist, weil damit, wenn du den verloren hast, kannst du gar nichts mehr machen mit dem Schiff. Dann schießen die zwar noch von alleine, aber du kannst halt nicht fliehen oder halt schnell wegfahren und. Also das ist dann, kannst du vergessen. So, hier habe ich auch sehr viele von den schweren Laserkanonen benutzt, mal zwei. Und ja, die gefällt mir ganz gut. Das wird man auch im Laufe der Zeit jetzt hier gleich merken wahrscheinlich. Aber ja, ich habe auch ein bisschen Panzerung gespielt und hier das mit ein bisschen. Da habe ich das auch mit den Schilden richtig hinbekommen, ein bisschen. Da habe ich die jetzt auch richtig geschützt und so. Aber ich habe immer noch das Problem mit den ganzen Generatoren. Oder, ne? Reaktorkern, der dann halt sehr schnell explodiert. Und. Also, ja, also. Im Großen und Ganzen hat das sehr viele Schwachstellen. Das wollte ich eigentlich auch noch mal umbauen, aber. Tatsächlich habe ich dann so viele andere Ideen gehabt, die ich erstmal machen wollte und ich weiß doch nicht. Also wahrscheinlich würde das dann von der Größe her. Das kostet jetzt tatsächlich nur. Ich kann ja mein. Das ist echt scheiße, dass ich automatisch drauf komme. Was ist das eigentlich für ein Scheiß hier? Ich kann ja mal eben zeigen, wie viel das wert ist. Das ist auch 4,5 Millionen wert. Für die Leute, die interessiert, das Schiff, was wir jetzt erst gesehen haben, hat 1,5 Millionen wert. Also das ist dann schon mal ganz schön in die Höhe gegangen mit dem Wert. Das ist jetzt auch schon das teuer. Das ist ja schon teuer als das der Terror, soweit ich weiß. Ne? Ja, das. Ja, der ist schon 100.000 mehr wert. Ja, und das ist das Schwert. Von der Panzerung, also von den Schilden her, ist es auf jeden Fall besser gesetzt, finde ich ganz ehrlich. Aber ansonsten hat das auch schon noch sehr viele Schwachstellen. So. Jetzt kommen wir mal zu dem kleinen Schiff hier, was halt ein bisschen größer ist. Jetzt zum Vergleich können wir mal eben das kleine Schiff hier dazu holen. Hier sieht man schon, das ist ein bisschen größer. Das Teil, da habe ich wirklich lange dran rumgebaut. Dreadnought heißt der. Der kostet schon fast 13.000 mit 20 Tonnen. Also 20.000 Tonnen. Über 2.600 Seelen am Start. Aber das ist tatsächlich so ein Problem. Der Teil ist extrem langsam. Ja. Wenn du in diesem Spiel um Schnelligkeit geht, dann. Ist das hier wirklich mit Abstand am langsamsten? Der hier ist schon noch 20, 40 Knoten schnell oder 40 Meter pro Sekunde, glaube ich, heißt das MS. Steht da ja sogar. Die zurzeitige Geschwindigkeit eines Schiffs. Ach nee. Ach doch, pro Sekunde, ja, genau. Meter pro Sekunde, glaube ich, ist das. Und der hat hier nur maximal kommt er auf das. Also der ist wirklich so scheiße langsam. Das ist wirklich nicht mehr normal. Und. Den Witz, den ich mir bei diesem Schiff auch gedacht habe, ist, falls der äußere Ring komplett zerstört wird, übrigens hier sehr viel Laserkanonen und wieder das gleiche mit den Raketen. Übrigens, wir werden das natürlich gleich noch die ganzen Schiffe hier gegeneinander antreten lassen, einfach auf frei für alle, sage ich mal. Einfach KI und dann geht das los.
Und ja, dann mal gucken, wer gewinnt. Dieses Schiff, tatsächlich ist das ein Teil. Wenn das hier kaputt bricht, kann der Kleine hier raus. Und wenn das hier kaputt bricht, kann der auch nochmal Kleine hier raus. Also das sind nochmal so zwei extra. Falls die äußere Ring kaputt ist, habe ich mir gedacht, dass die inneren Ringe nochmal freikommen und dann auch noch, ist schon scheiße machen können. Dann, so kann sich das Schiff splitten. Aber natürlich muss erstmal der äußere Ring. Das ist ein bisschen. Ja, gut gemacht, schlecht gemacht, ist halt die Frage, ne? Ich meine, wenn man jetzt so über nachdenkt, ist dann natürlich die meiste Feuerkraft von dem Schiff hier halt im, naja, Schiff drin. Hätte ich jetzt eine Mod drin, wo die einfach über das Schiff rüberschießen könnten, habe ich natürlich nicht. Das heißt, rein tut schießen die einfach hier alle gegen die Wand die ganze Zeit. Und die schießen halt nur, wenn sie halt können. Ja, und deswegen. Ja. Ist ein bisschen scheiße. Aber tatsächlich, wenn das erstmal kaputt bricht, kann das dann doch schon echt gut werden. Hier habe ich auch dann diese, wie man schon sieht, diese Laserstrahlen. Habe ich dann hier im Schiff drin und dann werden die gespeist und dann gehen die bis nach da. Da ich jetzt weiß, dass es schlecht ist, so zu viele von denen zu nehmen, werde ich dann wahrscheinlich ein paar rausnehmen. Denn, ja. Keine Frage. Brauche ich ja nicht erklären, warum. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die drei wegnehmen. Und dann halt die zwei hier noch. Und dann halt nur die wichtigsten hier drin lassen. Und ja. Der hat auch eine gute Breitseite von denen. Also das ist echt eine gute Wucht. Der hat auch gute Panzerung. Und die habe ich jetzt die Reaktoren ein bisschen halt geschützt hier hingestellt, wie man schon sieht. Die sind hier ganz hinten. Und dann habe ich hier Lager gemacht. Da kannst du dann halt die Lager einfach speichern. Und dann hast du auch kein Problem damit. Und kannst du halt schnell wieder bemannen. Oder halt sehr schnell wieder Energie drauf klatschen. Natürlich dauert das länger Zeit wieder, bis die beladen werden. Das ist natürlich wieder ein Problem. Vor allem, wenn die ganze Zeit Dauerballern. Das ist halt aber die perfekte. Ich bin noch nicht hintergekommen, was die perfekte. Ja, die perfekte Versorgung ist tatsächlich von überhaupt irgendwann. Irgendwas. Okay, bei Raketen wohl eher schon. Da brauchst du einfach nur extrem. Okay, da brauchst du, glaube ich, zwei. Also ein pro Werfer halt. Ich glaube, das reicht schon tatsächlich, so wie hier jetzt. Damit die halt regelmäßig wieder nachbauen und dann halt, also die Teile dahin tragen, aufbauen und dann schießen die schon. Und ja. Was macht ihr denn, ihr beiden? Knuddelt ihr da gerade? Was soll denn das? Soll jugendfrei bleiben, das Video, Mann. So. Ja, das ist ein Dreadnought. Der kostet auch schon, ja, ganz schön mehr. Naja, okay, jetzt kommt hier das Schiff, was ich wirklich, da habe ich echt am längsten gesessen dran. Kann jetzt auch mal zeigen, hier der kleine Phoenix. Ja, wobei klein ein bisschen, naja. Übertrieben, untertrieben ist. Denn das Teil ist wirklich von der Länge her schon einfach mal ein halb größer mehr als der Dude hier. Kann ich versprechen, es wird nicht immer größer, ja. Also ich habe nicht nur jetzt die immer. Ich wurde nicht immer größer von den Schiffen her. Aber dieses Schiff ist schon fast bei 30 Tonnen, was halt scheiß viel ist. Aber im Vergleich zu dem lieben dicken Boy hier ist das Teil sogar recht schnell. Denn wie gesagt, bei Geschwindigkeit, das mit 20 Knoten, also 20 pro Sekunde, ist halt echt langsam. Das hat hier 40 ungefähr. Und der gehört hier sogar schon zu den schnelleren mit halt knapp 80 pro Sekunde. Natürlich bin ich jetzt nicht so krank gewesen und habe einfach auf 100 hochgemacht, weil über, wenn ein Schiff dein Schiff über 100 ist, dann ist es schon echt scheiße schnell. Und das Teil ist ja sogar 60 Meter pro Sekunde rückwärts schnell, also weil es halt so viele halt noch im Rückwärtsgang hat. Ich wollte einfach, als ich das fertig gebaut habe, habe ich mir gedacht, ich will irgendwas Geiles haben, was halt sehr beweglich ist, sehr eine große Vielfalt an Waffen hat und gute Flugabwehr hat und halt schnell und beweglich und auch wendig, wendig vor allen Dingen. Tatsächlich habe ich das Schiff auch gerade heute erst zu Ende gebaut, bevor ich das Video angefangen habe, tatsächlich. Denn ich war nicht zufrieden und ich habe dann hier, wie man jetzt hier schon sehen kann, das ist was Neues. Eine Flak-Batterie. Das ist extra gegen Feuer, was von den Feinden reinkommt, tatsächlich. Und es macht dann so, man kann das vorstellen, tatsächlich so ähnlich wie bei World of Warships. Dass dann einfach so was geschossen wird und das dann einfach so eine Explosion hier hat und das dann halt in der Umgebung halt, kann man ja schon hier lesen, wenn man hier die Beschreibung anguckt hier. Warte mal, damit ich alles hier drauf bekomme. Geschwindigkeit und dann hier
Schusswinkel und alles kann man hier lesen. Und dann Schadensradius ist 4 Meter. Das heißt, 4 Meter ist jetzt in diesem Spiel, wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Meter, also das ist jetzt hier 1 Meter Block, und wenn ich dann jetzt das so mache und dann 4 mal 4, das heißt, das Teil hat ungefähr so einen Radius. Versteht ihr? Wenn es schießt, dann so einen Radius, und was halt alles da drin ist, wird halt gedamaged. Und ich habe da halt mehrere von drauf geklatscht und dann halt hier noch solche kleinen Mini-Dinger. Und die habe ich extra nicht da gemacht, wo halt die Flak ist hier, damit sich die Flugabwehr ein bisschen verteilt. Falls ihr euch fragt, was das hier ist, das ist ein, das ist sowas ähnliches wie das hier, nur das halt keinen Schaden macht, sondern tatsächlich Kugelblitz, das macht Schaden gegen Schilde. Das ist eine geile Kombi zwischen Teile, die auf Schilde schießen, und dann die Teile, die halt, wenn das Schild weg ist, richtig schön mal reinballern und dann mal Schaden machen. So. Und hier, apropos auch wieder Schilde, sieht man, dass das sehr gut hier verteilt ist. Die haben mindestens zwei Schilde, die einen beschützen. Das hier und dann noch halt das hier macht alle fünf. Und dann auch das hier. Denn das Wichtigste ist einfach der Schutz, deine Bewaffnung, damit du halt lange ballern kannst, ne? Und die Versorgung. Ich weiß noch nicht, ob die Versorgung zufrieden ist. Tatsächlich habe ich das neu gemacht. Ich habe es noch nicht wirklich probiert. Tatsächlich kann man sagen, dass das auch ein gleicher Test ist, ein bisschen. Und hier kann man auch sehen, wenn zwei Schichten von Schilden da ist, ist das schon echt gut. Denn allein schon bei der Flak. Gut, die haben zwar alle unterschiedliche Leben, die hat jetzt zum Beispiel 20.000 Trefferpunkte, also es dauert, bis die Schrott geht, aber wozu das Risiko eingehen, dass die schnell Schaden bekommt und dementsprechend schnell Schrott geht, wenn sie ja lange halten soll, ne? So steht das natürlich auch hier, so ist das natürlich auch bei allen anderen hier. Und falls ihr euch fragt, wie ich auf den Namen gekommen bin, keine Ahnung. Phönix ist starkes Tier. Schönes Tier. Und das Teil sieht einfach badass aus und sieht geil aus und hat eine kranke Bewegung. Kranke Bewaffnung. Bringst nochmal Flugabwehr hier überall noch hier und dann. Hier, das sind tatsächlich Torpedos. Also was anderes wieder tatsächlich, ne? Und hier auch wieder diese kleinen Laser. Tatsächlich, die kleinere Version hier von denen hier. Aber jetzt wieder zum Torpedo zurückzukommen. Torpedos sind tatsächlich sowas ähnliches wie halt, also das hat halt die gleiche Sache wie das hier. Wie halt die Raketen, die übrigens hinten sind, damit sie halt nach vorne schießen und nicht die ganze Zeit abgeschossen werden, weil das ist eher so ein Schiff, was halt zeigt nur die Front und trotzdem kann alles schießen. Und hier im Hinten ist einfach nur, damit es halt geschützt ist, falls mal was hinter ihm kommt. So. Und die Torpedos auf jeden Fall sind tatsächlich sowas ähnliches, hat nicht so viel Reichweite, nur 250 Meter. Und du machst einfach das hier und dann hast du hier so welche mehrere Optionen. Da gibt es ja zum Beispiel noch MP-Rakete, das ist einfach sowas wie der Laserstrahl hier, nur dass es halt krasser ist. Dann gibt es noch Minen, die verteilst du dann überall hier, was weiß ich wo. Und dann können dann die feindlichen Schiffe reinfahren und dann du logischerweise dadurch Schaden bekommen. Doch ich habe mich hierfür entschieden, denn diese Teile, die sind zwar langsamer als die normalen HE-High-Explosive-Lenkraketen. Aber also natürlich suchen die auch das Ziel, die taktischen Nukleartorpedos. Aber wie schon nuklear sagt, haben die Teile einen richtig hohen Schaden, und zwar 200.000 pro Schuss. Schadensradius 10 Meter, also die haben echt wirklich fast, also mehr als das Doppelte von dem Radius, was unsere Flak hat. Und wenn die treffen und gut treffen, dann hauen die da wirklich richtig hart was rein. Also das sind echt gute, das sind echt was Geiles, was man dabei haben sollte. Dementsprechend dauert das aber auch länger, dass die halt nachgeladen werden, leider. Aber das ändert nicht an ihren übelsten Schadenpotenzial. Und ich habe hier deswegen auch so eine kleine Bucht gemacht, damit hier diese Teile, die halt immer zwischen den Teilen sind, die halt immer hier da sind, sind tatsächlich nur, um ja, zu schützen, falls das Schild mal wirklich kaputt sein sollte. Dass es nicht so einfach ist, dass die halt trotzdem getroffen werden, denn falls dann damit, falls hier mal was ab, also halt hängen bleibt, dann hier so eine Rakete oder halt ein Schuss, der dann hier so hängen bleibt und normalerweise sofort treffen würde, wird das hier dann aufgehalten und kann dann hier nicht durch, falls das Schild oder beide Schilde eher gesagt weg sind. Und by the way, hier auch nochmal hier die Schilde zwei links, damit halt, falls die Panzerung hier weg ist, die auch nochmal ein bisschen Schutz haben, you know. Ist halt immer sehr, sehr viel Schutz. Man sieht ja auch sehr viel Panzerung übrigens. Das ändert mich aber nichts daran, dass ich halt so viele Engines hier reingeballert habe, dass das Teil trotzdem extrem schnell ist. Und ja. So, die Laserkanonen hier wieder. Wie man hier sieht, die kommen dann hier so. So.
Und so und schießen dann mit nach vorne. Das ist halt echt geil mit den Teilen. Du kannst halt echt schön was machen. Das werde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen ändern, glaube ich. Denn ich weiß ja jetzt, dass zu viele von denen schlecht sind. Das heißt, ich würde es schmecken. Der würde da bleiben, der würde weg, der würde. Der könnte eigentlich auch weg. Dann könnte das hier so oben. Könnten die ganzen eigentlich auch weg. Der könnte da bleiben und dann hier noch einer in der Mitte vielleicht. Denn falls mal hier irgendwas Schrott ist, kann der noch mehr schießen, falls der weg ist. Versteht ihr? Und ja. Das ist der dicke. Das ist der schwarze Phönix, kann man sagen. Ja. Ich finde, sieht echt schick aus. Allgemein finde ich jedes Schiff schick, tatsächlich, muss ich sagen. So. Hier sind wir jetzt beim Schiff, das tatsächlich kleiner ist als die Dreadnought und auch tatsächlich die der Phönix. Die S10.000 P Welgan Super 10.000. P, fuck, ich habe vergessen, wofür das P nochmal stand. Project oder Projektil oder sowas war es, glaube ich, noch. Projektil. 10K Projektil. Projectile, irgendwie sowas soll es sein. Ich kann das jetzt auf Englisch richtig sprechen, tut mir leid. Aber ja, das soll auf jeden Fall das. Hat niemand gesehen. Ja, das soll auf jeden Fall eine Railgun sein. Und Railgun, was ich auch bei der. Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Stimmt tatsächlich, fuck. Aber das hat die. Falls ihr euch gefragt habt. Railgun, das hier. Das sind also Schienengewehrbeschleunigungen, denn das ist ein Schienengewehr und Schienengewehr hat tatsächlich drei Teile. Zuerst mal der Lader, der ist ganz hinten. Das ist das halt, wo halt alles gemacht wird. Dann die Schiene, die übrigens pro Stück, also umso mehr du von baust, Aufwertung plus 20% mehr Schaden. Und Eindringen und Geschwindigkeit. Das heißt, das Teil hat hier schon mit so einer Verstärkung schon echt gut am. Ist schon echt gut am Start und macht auch Schaden 10.000. Und dann immer plus die 20% musst du halt denken. Das heißt, da kommt immer noch mal richtig geil 2.000 dazu. Und natürlich schön schützen, denn das Teil, und hier natürlich auch schützen, denn das Teil, Junge, wenn das durch, also das kann One-Shotten, das kann eine, das kann zwei von den Schilden hier ausschalten in einem Schuss. Also, und die Nachladezeit ist sogar relativ schnell für so ein fettes Ding. Nachteil ist, wenn da Schrott geht, explodiert das bis hier ganz nach hinten. Deswegen musst du aufpassen, dass du hier nicht irgendwie Reaktoren hast. Das hatte ich nämlich mal gemacht. Und dann ist alles im Inneren explodiert. Kettenreaktionmäßig, das war echt scheiße. Ja, das wusste ich nicht am Anfang. Deswegen, ne, vorsichtig sein. Deswegen habe ich auch hier die ganzen Panzerungen links und rechts, damit, ne, falls Schrott geht, das nicht zwingend beeinträchtigt wird. Wird es auch nicht tatsächlich. Und ja, hat auch, muss ich sagen, hier an den Seiten auch sehr viele Punkte, wo du halt das nachladen musst, weil die brauchen auch Energie einzeln. Deswegen sind die übrigens die ganzen Wege, falls ihr euch fragt, und die ganzen Generatoren hier, damit die auch da versorgt werden können. Ich glaube, hier kann ich noch einen Generator machen tatsächlich, aber naja, ist auch scheißegal jetzt erstmal. Auf jeden Fall, das Teil ist echt stark und ich dachte mir so, ey Alter, die Waffe ist voll geil, so klein schon, was ist, wenn ich die übelst übertreibe? Und nun ja, da ist dann dieses Teil entstanden halt. Und das von der Größe her, ich habe 53 von denen. Ja, zum Vergleich, das kleine Teil hier, oder ne, die kleine Winzling hier, das hat nur, ja, 7, ne, also 53 gegen 7, also ich kann euch sagen, das Teil hat so eine krasse Durchschlagskraft. Das ist so unfassbar krank. Aber ich wollte das Teil halt nicht nur auf Railgun bauen, weil das muss ja auch noch irgendwann irgendwelche anderen Waffen haben. Und deswegen habe ich deswegen muss ich sagen, obwohl das nur Railgun ist und das der Name ist, ist das eigentlich eher so Nebenfeature nur. Die Hauptbewaffnung. Einfach die 48 von denen auf jeder Seite. Denn dachte mir so, ja, hey, warum nicht, ne? Ich meine, ey, 48 auf jeder Seite und dann fickt er einfach fast 100 von den Teilen einfach raus und da die Teile halt so eine geile Reichweite haben. Fickst du da halt einfach die Scheiße mit, weil die Teile machen halt gut Schaden, sind schnell und die Nachladezeit in diesem Teil ist einfach so scheiße stark, weil die so viele Betriebe haben, also Fabriken haben hier. Und, Alter.
Und falls im Nacken mal was kommt, ist halt ein bisschen Bewaffnung hier am Arsch auch nochmal ganz praktisch. Übrigens viele Panzerungen, logischerweise, um die halt, ne, Engines zu verteidigen, genauso wie hier überall Panzerungen. Und hier die Teile, die fangen mich echt gut die Raketen von Feinden ab. Und die Schilde hier sind auch gut, falls mal die Teile komplett Schrott sind. Und ja, das ist die Railgun. Und ganz ehrlich, wenn du mit diesem Teil keine Flugabwehr hast, ne, also du hast mit diesem Teil erstmal keine Flugabwehr, aber wenn er als Feind keine Flugabwehr hat, ne, dann bist du so hart gefickt, da glaubst du gar nicht. Das Teil pumpt so viele Raketen gleichzeitig aus. Also wirklich diese. Tatsächlich ist die Kombi mit den HE-Granaten, also Raketen eher gesagt, so unfassbar krank stark. Ja. Wirklich. Und dann noch mit der Railgun, die fickt einfach mit einem Schuss, fickt die einfach mehrere Schilde weg. Wenn sie mehrere trifft, weil die so eine krasse Durchschlagskraft hat, Mann. Und dann kommen die an und ficken einfach durch die Schilde durch und schreddern das einfach alles weg. Also, die Kombi, das war unbeabsichtigt einfach eine der krankesten Kombis, die man hätte machen können in diesem Spiel. Also, jetzt ohne Mods tatsächlich, weil mit Mods wäre es wahrscheinlich wieder was anderes, aber. Das ist echt, sexy, muss ich sagen. Das war echt, als ich das zum ersten Mal dann gegen ein Schiff spielen lassen habe, das hat sogar. Die beiden Schiffe hier richtig hart ins Schwitzen gebracht. Ich glaube, sogar das Schiff verliert sogar gegen den Dude hier, obwohl der hier knapp 10 Millionen nur wert ist. Also der Dreadnought ist nochmal 3 Millionen teurer. Das ist halt echt schon krass, muss man sagen. Ja, um das nicht noch länger in die Länge zu ziehen. Das ist das letzte Schiff und falls euch fragt, warum das Creepfiles heißt, guckt jetzt einfach mal hier unten hin. Das war wirklich, ich habe einfach drauf losgebaut und dann kam da auf einmal sowas. Also, wenn ich baue, habe ich immer so ein Vor. Was will ich einem Schiff haben? Ich dachte mir, ich will so ein kleines, flinkes Schiff. Flink ist es jetzt nicht geworden, wirklich. Aber es ist klein. Es hat einigermaßen Flugabwehr vorne zumindest. Ach, das ist auch und hinten auch tatsächlich. Hier ist auch die ganze Zeit Flak. Und es hat sehr viele Kanonen. Und es hat vor allen Dingen, was ich wollte, sind Torpedos. Hier sind die Torpedobuchten tatsächlich. Das sind jetzt auch so die Panzerungen und hier sehr viele Schilde, weil es muss halt geschützt werden, ne? Es ist auch nur 3 Millionen, 3,5 Millionen wert. Also nicht so viel wie die anderen ganzen. Ja, das ist jetzt eher so Mitte von meinem ersten Schiff und dem zweiten. Übrigens, der Name vom ersten Schiff, von dem ist ursprünglich nicht First Self-Build Schiff, sondern Stronghold habe ich das genannt, weil das halt, ja, das sollte dann Stronghold sein. War es aber nicht, aber wenn ich das umgebaut habe und verbessert habe, wird das wahrscheinlich ein Stronghold sein. Also werde ich den Namen auf jeden Fall behalten, aber erst natürlich nur fürs verbesserte Schiff erstmal. So. Und hier wieder Torpedos, das typische, hier wieder so schön versteckte Engines, die halt geschützt sind von Panzerungen und alles. Und halt die Generatoren einigermaßen. Auch hier sieht man auf jeden Fall immer mehr, dass die Generatoren echt wirklich immer mehr versteckter und halt weniger an der Front. Besonders auch hier habe ich wirklich drauf geachtet, dass die auch meistens geschützt sind, falls es mal, ne? Tatsächlich waren die noch mehr geschützt, aber ich wollte auch, dass die Wege nicht zu lang sind, weil wenn du halt umso weiter die natürlich auch wegmachst, umso länger dauert der scheiß Weg nach dahin. Dementsprechend, aber das ist natürlich ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Wahrscheinlich werde ich das mal upgraden oder so. Wer weiß das schon. Und ja. Und auf jeden Fall, das ist unser kleiner Creepface. Schöner. Obwohl, eigentlich sieht er sogar relativ nett aus mit dem Smile und so. Hat schon irgendwie was, ja. Und seiner glatt geschorenen Friese. Und seinem. Kinnbart. Oder was das sein soll. Ja, frag mich nicht, kein Plan. Das Teil ist tatsächlich erst eher auch langsamer, muss ich sagen. Das kommt tatsächlich nicht mal auf. Oh doch, ja, doch, ja, es ist ungefähr so schnell. Ja, doch, es ist schon schnell. 48, ich sage jetzt mal Knoten, 48 Knoten kommt da schnell. Irgendwie so, World of Warships, irgendwie jetzt gerade im Kopf. Und 48 Knoten, das ist schon, ja, also 48 ist schon gut. Meter pro Sekunde kann man auf jeden Fall nicht meckern. Klar, es ist langsamer als jetzt hier. Dieses Schiff hier zum Beispiel auch, weil, naja, es ist halt. Wobei, was? Nee, warte mal. Nee, das muss gar nicht. Genau der Nachteil, den es bei der Railgun gab, ist, dass es so scheiße unbeweglich ist. Denn wenn ich damit jetzt hier lenken will, dauert das auch echt lange. Und wenn ich jetzt hier stehe, kann das halt. Es kann halt nicht wirklich schnell nach links und rechts fahren, wenn ihr jetzt hier guckt. Das fährt zwar, aber es hat nur 0,1. Also, das dauert Jahre, bis das mal ankommt. Und das ist übrigens die Maximalgeschwindigkeit gerade, deswegen. Ja, es ist echt
Verdammt lange. So, jetzt hier sieht man hier, langsam wird es aber vor man nehmen, ja. Das Schiff aber eh dafür gedacht, dass es halt, weil es so zwei übelst kranke Range-Waffen hat. Denn das Schiengewehr hat nämlich auch eine übelst kranke Reichweite von. Lass mich nicht lügen. Wo steht denn die Reichweite? Da 300 Meter bis maximal 600. Also die. Also ich würde meinen, dass es maximal schon 600 erreicht hat, weil, ne, so viel wie das ist ja da. Ich glaube, du brauchst auch nicht zwingend viele, um das zu erreichen, tatsächlich. Aber es hat schon an sich 300 Meter Reichweite und dann ist das halt jetzt immer ein ganz Stückchen höher. Also. Ja, deswegen auch die ganzen Engines hier im Rückwärtsgang, denn wenn das Teil einfach die ganze Zeit rückwärts fahren würde. Okay, jetzt, warte mal. Tatsächlich kann man das ganz einfach machen, wenn du jetzt hier einfach reingehst und dann die Flugrichtung dann so machst. Dann kannst du einfach jetzt so machen und dann hast du jetzt hier die ganze Zeit Rückwärtsgang. Und im Rückwärtsgang ist das Teil, glaube ich, sogar schneller. Auf jeden Fall mit so großer Geschwindigkeit, wenn du die ganze Zeit damit rückwärts fährst und die ganze Zeit das Feind beballerst, dann kann der Dude jetzt hier schon mal gar nichts mehr machen mehr. Erstens kann er nicht schießen, weil er nicht so viel Reichweite hat, weil er die ganze Zeit im Rückwärtsgang ist. Und zweitens ist er halt langsamer. Also, naja, nicht zwingend langsamer, aber dadurch, dass er die ganze Zeit unter dem Dauerbeschuss ist, wird er sehr schnell seine Engines verlieren und dadurch halt sehr schnell seine Geschwindigkeit, Max-Geschwindigkeit verlieren und die wird immer mehr verringert und dann ist er halt ein sehr leichtes Opfer dafür. Das war halt der Sinn, den ich in diesem Schiff halt gesehen habe, wisst ihr? Und falls mir jemand von hinten angreift, hat er halt noch diesen Schutz, damit er halt die Engines gut bewacht wird. Und ja, man kann auf gut Deutsch sagen, dass das Schiff einfach nur da war, um die Leute halt übelst abzufangen, ja? Das ist halt so ein Gedanke da gewesen. Ja. Ist, glaube ich, auch mir gelungen tatsächlich. So. Jetzt werde ich nochmal eben die Schiffe gegeneinander kämpfen lassen. Das wird wahrscheinlich auch seine Zeit dauern. Das Spiel dauert. Das dauert jetzt wahrscheinlich so, schon sehr lange. Ich laber wahrscheinlich schon sehr viel, deswegen werden wir jetzt mal direkt zum Kampf springen. Bis gleich. So. Da sind wir schon direkt beim Kampf. Ich habe jetzt so drei Teams gemacht, weil ich ja sechs Schiffe habe und ich habe jetzt hier, ob ich das jetzt gut gebalanced habe, weiß ich nicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Mal gucken, wer gewinnt. Aber ich habe halt versucht, dass die auf jeden Fall gegeneinander sind, weil das Teil hat gute Flugabwehr, deswegen kann das auf jeden Fall dem gut auf den Sack gehen. Ich habe jetzt beide hier KI eingestellt. Normal. Und ja, jetzt werden wir erstmal die Zugehörigkeit ändern. Und zwar Spieler 2. Und jetzt sind die schon gegeneinander. Und mal gucken, was hier gleich für eine Ober-Action abgeht. Bin echt gespannt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Auf wen geht der? Der geht auf den. Der geht auch auf den. Ah, die gehen alle auf den. Die machen Fokusfeuer. Ach, und die gehen alle auf. Ach so, gehen hier irgendwie alle auf den fettesten immer als erstes? Kann das sein? So, was ich übrigens vergessen habe zu sagen, der Junge ist auch echt schneeblink. Aber ich glaube, der ist gleich schon direkt tot. Der ist, glaube ich, gleich schon direkt tot. Ja. Der Dude, ich weiß nicht, was sein Plan Der geht einfach in den Nacken von dem fetten Dude. Und hier sieht man schon die ganzen Befeuerungen, die man hier hat. Alter, what the fuck. Und der bohrt sich hier jetzt mit seinen Raketen und seiner übelsten, das kann man jetzt mal sehen, tatsächlich das Beste, was man hier beispielsweise, weil das Teil ist auch ein richtig krasser Tank hier. Aber der Dude, guckt dir das ein, wie der hier bis da durchgebrochen ist, Mann. Der hat natürlich auch den, aber natürlich nicht so gut wie, ne, er hier. Ach, der lebt doch noch, krass. Ja, da habt ihr es wieder gesehen, Alter, der hat so eine kranke Durchschlagskraft. Und selbst dieses nicht krank gute hat schon so eine übelste Durchschlagskraft. Das ist halt echt krank, Mann. Weiß tatsächlich nicht, was mit den Raketen ist. Ach so, die werden nachgebaut die ganze Zeit. Ja, okay. Auf wen schießen die denn? Schießen die gerade auf? Schießen gerade die Flugabwehrgeschütze da drauf? Oh, hier kann man schon sehen. Das ist schon geschrottet worden von dem lieben Freund hier, weil der halt übelst hart zum. An der Dude ist echt geil, wenn es so darum geht, Leuten auf den Sack zu gehen mit seiner Bewaffnung. Und ja, ich mache gar nichts. Ich werde einfach nur weiter das hier beobachten. Tatsächlich glaube ich, dass die Teams echt nicht gut gebalanced sind. Ich habe nämlich zwei Schiffe, die echt teuer sind. Weil das ist 4 Millionen. Das sind irgendwas mit 17 Millionen gewesen. Und das sind 1,5 Millionen.
Ja, wenn es nicht gebalanced ist, egal. Lass mal weiter gucken. Guck mal, da kommt der Schuss wieder. Richtig fertig reingedonnert, ey. Ey, die Schwelgern ist halt so, weil ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das Teil noch größer mache, weil ich wollte, aber naja. Ich wollte aber nicht übertreiben. Wenn ich ehrlich bin, bin ich aber schon ein bisschen versucht, ne? Einfach das Teil zu kopieren und das nochmal da hinten drauf zu klatschen. Mal gucken, was dann passiert, Mann. Boah, das wäre echt krank, ey. Ja. Auf jeden Fall wird hier tatsächlich gerade auf die Probe gestellt, wer am besten am Tanken ist. Denn der Dude ist echt noch gut am Start und ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Der Dude ist echt noch gut am Start. Der ist noch nicht gestorben. Der Schwert ist noch nicht gestorben. Und der kleine Stronghold Boy ist auch noch richtig hart am Tanken. Oh, jetzt schießen seine Arschschütze auch noch auf ihn. Oh, der arme Stronghold Boy. Ja, die ersten Schiffe, eigentlich ist das schon ein bisschen scheiße. Die ersten Schiffe gegen halt die letzteren, aber trotzdem. Finde ich echt. Das sind echt so geile Schlachten. Sowas finde ich halt extremst lustig. Und hier kann man auch echt sehen, dass Tanken teils echt besser ist, weil dadurch, dass er die ganze Zeit hier seine. Naja, ihn halt. Dass er sich halt ganz abballern lässt. Und der ist auch echt gut im Tanken, muss man sagen, in den ganzen Layers. Genauso wie er mit den ganzen fetten Panzerungsschichten. Ich meine, der Junge steht schon wie lange hier und der ist immer noch an dem scheiß Knüppel hier am Rumknabbern. Also. Ja, und das Teil ballert auch schon die ganze Zeit. Und wegen der ganzen Panzerung ist es halt immer so scheiße schwer für die, da einfach irgendwie mal durchzukommen. Und tatsächlich ist die Kacke hier schon kaputt. Ja, die ist schon kaputt, scheiße. Würde gerne mal wissen, warum schießen die nicht mehr? Der kann auch eindeutig noch schießen, oder nicht? Der hat ja keine Reichweite. Okay, der Stronghold Boy ist, glaube ich, Schrott. Okay, der ist da wieder durchgekommen. Der hält sich echt gut, ey. Der ist echt so einem toten Winkel, Mann. Was muss mit ihm? Sei mal nicht so smart, du Arsch. Der Gedanke hinter dem Schiff war einfach, dass vorne die übelste Front mit Laserwaffen ist und dann hinten noch die Unterstützung durch die tausenden, ja tausend nicht, aber durch die ganzen Lenkraketen und dann halt noch hier schön die Unterstützung durch die anderen, durch die Torpedos, die halt auch noch so einen Schaden machen. Okay, der Dude hat sich hier langsam durchgemäht, aber der hat auch schon hinten seine Dingens verloren. Ich glaube, das wäre das Teil zu einem Greatsword umpimpen, tatsächlich. Gucken wir mal ein bisschen vor. So, hier langsam tatsächlich hat der frisst, also die beiden großen Dudes tanken halt echt die ganze Zeit ganz gut. Das Problem ist, dass er hier nicht wirklich auf den Dude geht, weil tatsächlich geht er ja immer noch auf den hier. Und er ist natürlich geil, wenn der weg ist. Aber ich glaube, die Phoenix ist gleich allein. Phoenix. Wen fokussiert der eigentlich immer noch? Der fokussiert immer noch den hier. Aber der hat jetzt. Oh, was macht der denn jetzt? Also die rechte Seite ist echt ganz schön gefickt, aber dafür ist die linke noch so gut am Starten. Ey, guck mal, das Teil hat immer noch irgendwas mit 50 Knoten, also 50 Meter pro Sekunde drauf, obwohl er schon so gefickt ist, Mann. Deswegen ist das so geil. Das Schiff ist halt so scheiße schnell, gut gepanzert, hat gute Bewaffnung. Das war einfach der Hintergedanke und es klappt sogar. Aber da wird er sich jetzt, glaube ich, die Zähne ausbeißen. Der Dreadnought ist jetzt halb Schrott tatsächlich. Da kommt, glaube ich, nicht mehr viel. Aber jetzt kommen hier noch seine Seiten, die halt noch Schaden machen können. Und ich glaube, jetzt wird auch die Zeit kommen, wo er hier komplett gefickt wird. Ja. Naja, da sind solche Matches auch ganz gut, um zu sehen, was für Schwächen die Schiffe haben, die du noch verbessern willst. Und beim Stronghold war halt, das war halt der total. Das war halt echt nicht seine Liga, Mann. Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Was hatten Worten deren auch seine Kommandobasen? Ach, da. Hat er nicht noch welche? Habe ich nicht noch welche bauen gebaut? Ich glaube, ich sollte noch eine hier bauen. Auf beiden Seiten. Man kann nie genug von ihnen haben, besonders bei großen Schiffen ist sowas echt wichtig. So, jetzt kommt die Szene, die ich tatsächlich bei dem Schiff auch eigentlich vorhatte. Und
Und zwar, dass das Teil wegfährt und dabei die ganze Zeit mit Raketen und alles auf ihn drauf schießt. Okay, das Teil ist jetzt echt Schrott, aber ist trotzdem noch genauso groß wie er. Aber der kleine, das Creepface ist schon ein bisschen abfucken, muss ich sagen. Gute Panzerung, gute Schilde und. Aber jetzt tatsächlich. Ja. Die vereinen sich jetzt, um den hier noch aus dem Leben zu klatschen. Also sieht man schon, ja, diese ganzen Raketen, Junge. Guck dir das an, wie er die rausböllert, Alter. Junge, der böllert die raus, als wäre es gar nichts, Alter. Dieser Schwarm. Also wenn man diesen Dude als Unterstützungseinheit hat dabei hat, also, ne? Junge, du hast gewonnen. Das Teil hat nämlich die ganze Zeit diesen Dude hier bombardiert, Mann. Und auch allgemein immer dabei noch die anderen Mates von ihm, von dem hier getroffen. Und der ist echt stark, der du für so wenig Geld. Ach, ne, so wenig Geld. Habt ihr es bald, oder? Naja, auf jeden Fall, das ist ja klar, wer jetzt hier gewonnen hat, ne? Das Team mit den. Oh, der Dreadnought lebt sogar noch. Ist halt so. Der ist echt schwer tot zu bekommen, ganz ehrlich. Weil der halt einfach diese Schichten und das war. Echt krass, Alter. Ach, da lebt doch noch was. Ich dachte, der wäre schon tot. Oh, jetzt kommen die Torpedos hier noch an die Seite. Oh. Boah, ja, bumm. Okay, das war's. Ja, die Torpedos sind echt geil. Gut. Ja, das war's. Das war so ein Match gegen. Nun ja. Wusste ich gar nicht, dass die stärksten angreifen, was aber natürlich Sinn macht. Man möchte erstmal das fetteste Teil weg haben. Aber die Teile sind echt gut am tanken gewesen. Besonders hier der Dreadnought und der Phoenix, Alter. Wie die halt sowas von. Allein schon diese ganze Dauerfeuer von dem Dude hier. Also. Das Teil ist echt ein Monster, zumal. Ja, das hat nur Panzerung verloren. Und hier ein bisschen. Das war's. Der ist komplett fast heile. Genauso wie er. Also, der Dreadnought hat das echt gut gemacht mit dem Tank, Mann. Das Problem war auch tatsächlich, dass das Schwert und der Stronghold Boy einfach zu nah im Nahkampf waren, weil die ja auch beide Nahkampfangriffe eher hatten. Aber der war halt so im Fernkampf, der konnte gut vorne tanken und der war halt einfach die hinten am Arsch kleben die ganze Zeit vom. Vom Phoenix, deswegen, ja. Ja. Würde ich nichts besser wissen und das keine. Wäre es keine KI, wenn das richtige Spiel, hätte ich echt gedacht, das wäre eine Taktik gewesen, ganz ehrlich. Naja. So, auf jeden Fall war es das mit diesem Spiel. Das ist Cosmo-Tier im Jahre 2022. Ich bin echt gespannt, wann das Frühgame rauskommt. Ich werde mir das auf jeden Fall holen, weil ich allein jetzt schon in der Demo so viel Zeit darin verbracht habe und ich auf jeden Fall noch sehr viel Zeit daran verbringen werde. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal hochladen werde. Wahrscheinlich, wenn ich Bock habe, irgendwie mal so eine geile Schiffe noch habe und zeigen möchte, sowas wahrscheinlich. Hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich auf jeden Fall schon. Und das Creepface bewegt sich. Achtung. Und ja, danke fürs Sehen und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis Leute. Ciao.